Machen wir weiter im praktischen Teil, und zwar erstellen wir ein neues Projekt. Und das nenne ich jetzt einfach mal Greet Service. Und wenn man ein neues Projekt erstellt im GWT, ist es automatisch immer mit so einer Beispielanwendung belegt. Wir haben hier die drei Packages Client Server und Chariot. Darin befinden sich schon ein Service und serverseitig ist der auch schon implementiert. Um das einfach mal neu zu zeigen, lösche ich hier einfach mal kurz die Inhalte raus. Auch im Asynchron lösche ich es raus. So, wir haben diesmal kein Shared-Objekt, das heißt, Shared können wir rausschmeißen. So, jetzt ist jetzt einfach der ganz simple Fall. Das ist jetzt unser Servlet, da lösche ich es auch raus. So, jetzt müsste eigentlich schon fast nichts mehr zu meckern haben. Okay, hier meckert er natürlich noch. So. Jetzt habe ich natürlich die größten Teile des Beispielcodes gelöscht, ist aber egal. Ich möchte einfach zeigen, wie das am besten funktioniert. Dazu modifiziere ich jetzt auch nochmal als letztes die Webseite ein klein wenig. Die findet man im Ordner und ich verzichte auf das ganze Gedöns hier und lege einfach nur einen Div-Container an, in den ich gleich einen Button legen werde. So. Also, ich habe einen Div-Container erstellt, der heißt Content. Den hole ich mir jetzt auch einfach über das Root-Panel. Get Content und ein Add und um uns jetzt noch einen Button. So, nenne ich Greet und add den dazu. So, jetzt brauchen wir natürlich den Service, der an den Server das Greet schickt und dann halt der Server dann den eigentlichen Gruß zurückschickt. Dazu definieren wir in unserem Greeting-Service eine passende Methode. Das heißt, wir nennen jetzt String einfach greet und der kriegt auch einen String übergeben mit einem Namen. Und wie ich bereits im ersten Tutorial gesagt habe, übernimmt vieles dieses Plugin, beziehungsweise wir werden jetzt darauf hingewiesen, dass hier das asynchrone Interface fehlt. Und wir können einfach über diese Hilfsfunktion genau diese Methode im asynchronen Interface nachtragen lassen. Wie bereits in der Präsentation erwähnt, sieht man jetzt, dass das eine Void-Methode ist, die einen Callback übergeben bekommt, einfach um diese asynchrone Kommunikation zu gewährleisten. Und automatisch blinkt auch unser Servlet unten auf, dass hier noch was fehlt, und zwar müssen wir natürlich jetzt auch serverseitig genau diese Methode implementieren. Und damit schließt sich der Kreis, alles ist wieder grün und unsere Methode ist serverseitig drin, macht jetzt auch noch nichts, sie muss jetzt irgendwas noch schreiben, das heißt, die Methode muss noch was Sinnvolles machen, die gibt nämlich einfach Hallo und den Namen zurück. So, damit wir auch einen Text eingeben können, müssen wir natürlich auf der Seite selber nicht nur einen Button hinzufügen, sondern auch ein Textfield. Oh, das war falsch. Das war ABT. ABT ist ganz schlecht. Das heißt Textbox. Siehst du. Box gleich New Textbox. So. Und wenn wir beides hinzufügen können, muss das Ganze natürlich auf ein Panel. Und diesen Panel fügen wir, müssen wir noch kurz hinzufügen. So, fügen wir erstmal die Box hinzu und dann auch noch den Button. Packen wir mal in den globalen Raum. Root Panel müssen wir noch importieren. Gut, so, jetzt haben wir den Button drin, jetzt muss der Button natürlich noch was machen, und zwar kriegt er einen Listener.
Add Click Handler. New Click Handler. So, genau hier kommt jetzt unser Methodenaufruf zum Tragen, den ich ja in der Präsentation auch schon gezeigt habe. Und zwar brauchen wir zunächst einmal unser Proxy-Objekt. Das erstellen wir aus dem Greeting Service, das heißt, das ist Greeting Service Asynchronus. Ich nenne es jetzt einfach mal Proxy. Und das ist, jetzt muss ich es casten, zu Greeting Service Asynchron. Und das holen wir uns aus gwt.create und definieren jetzt die Klasse. Und zwar Greeting Service.class. Damit haben wir unseren Proxy erstellt. Und jetzt kommt das Callback-Objekt. Das heißt, es kommt von Async Callback. Da ist es auch schon. Wir müssen festlegen in dem Generic, dass es ein String ist. Das wissen wir ja, dass unsere Methode ein String zurückgibt. Also ist das auch hier ein String. Nennen das Ding jetzt einfach mal Callback und erstellen das Interface. Zack. Und jetzt sagt er automatisch, wir müssen zwei Methoden hinzufügen. Und zwar genau die beiden. Einmal onFailure und onSuccess. Den Fehlerfall behandle ich jetzt einfach nicht. Den lasse ich leer. Der muss drinstehen. Aber ich mache da an der Stelle nichts. Was ihr in euren Programmen dann damit macht, ist eure Sache. In diesem Fall gehe ich einfach mal davon aus, jetzt im Vorführmoment, dass es funktioniert. Daher werfe ich jetzt einfach eine Dialogbox. Und dieser Box edde ich den String in einem Label Result. Und dann machen wir der Box, geben wir noch einen Titel. Oh, jetzt muss das Label noch adden. Das ist, müsste der hier sein. Die Box selber kriegt einen Titel, Set Text, Grüße vom Server und Box.show. Damit sind wir hier durch. Oh, Moment. Wir müssen natürlich jetzt das Ding noch aufrufen. Wir haben jetzt momentan den Callback festgelegt. Wir haben das Proxy-Objekt, aber den Aufruf haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt noch den Proxy nehmen. Proxy. Und da finden wir jetzt auch die Methode, greet. Und als Text kommt da rein, wir haben ja oben eine Textbox festgelegt. Ist natürlich blöd, dass ich die Dialogbox und die Textbox gleich genannt habe. Das ist natürlich schlecht. Nehmen wir die mal die Box. So, dann kann ich hier eben schon sagen Box. Oh cool, das hätte auch so funktioniert. Na gut. Box get text. Dann gibt es get value. Ich glaube value ist in dem Fall besser. Wir holen uns aus der Textbox den Text und legen den Callback fest und damit sind wir hier schon fertig und starten die Anwendung einfach mal. So. Und da ist er. Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Na, wo bist du? Irgendwas übersehen? Läuft durch. Ne, dauert nur lange. Oh, die Textbox fehlt. Ach, klar. Ist schon spät. Ich habe hier immer noch den Button geedit. Da muss natürlich das Panel rein. So, jetzt ist da auch unser Feld. Da gebe ich Tobias ein und drücke Greet.
und krieg mein Hallo Tobias vom Server zurück. Und das ist jetzt auch wirklich die Methode auf dem Server, die da zurückmeldet.